Wir haben ja jetzt auf Extra ETF schon mehrere Portfolio-Reviews gemacht und in die Portfolios unserer Nutzer reingeschaut. Und ein Punkt ist mir dabei immer wieder aufgefallen, nämlich, dass so gut wie keine Small Caps in den Portfolios sich befinden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute mal ein Video zum Thema Small Cap ETFs. Wir schauen uns also mal an, welche es da gibt, wie die so investiert sind und wie Small Cap ETFs sinnvoll in ein ETF-Portfolio integriert werden können. Viel Spaß! So, heute geht es also um das Thema Small Cap ETFs und vielleicht sollten wir uns zum Beginn dieses Videos einmal anschauen, wie sich denn eigentlich die Small Caps in den vergangenen Jahren gegenüber die großen marktbreiten Indizes, also zum Beispiel den MSCI World, geschlagen haben. Und ich habe dazu auch mal einen ETF-Vergleich mitgebracht und hier vergleiche ich den MSCI World von iShares mit dem MSCI World Small Cap von iShares und zwar seit Anfang 2018. Und wie man in dem Chart ja sehr schön erkennen kann, haben natürlich die klassischen MSCI World Indizes bzw. hier der ETF eben von iShares die Small Caps deutlich outperformed. Also wir sehen hier eine Wertentwicklung von 118% für den MSCI World und 69 oder sagen wir mal, sind wir großzügig, 70% für die Small Caps. Also unter diesem Gesichtspunkt war es natürlich nicht attraktiv, in Small Caps zu investieren. Aber man sieht auch, dass gerade in den letzten Monaten die Small Caps doch wieder stärker in den Fokus geraten sind. Ich meine, wir haben eine sehr, sehr starke Performance bei den Technologieaktien gehabt beim MSCI World, die ja dort sehr hoch gewichtet sind. Und die Small Caps sind ja dann eher in traditionelleren Industrien aktiv und hier gab es eben eine Umschichtung weg von den großen kapitalisierten Indizes hin zu den kleineren Aktien. Und ich denke, das ist deswegen auch ein guter Zeitpunkt, jetzt mal sich mit dem Thema Small Cap näher zu beschäftigen, weil ich habe ja auch im Intro schon gesagt, wir schauen ja regelmäßig Nutzerportfolios an und oft sehen wir da MSCI World, MSCI All Country World. Das sind ja alles Indizes, die auf die Large und Mid Caps gehen und wir sehen relativ selten auch Small Caps. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass man gar nicht weiß, wie man in Small Caps investieren kann. Und genau da möchte ich heute eben mit dem Video mal ansetzen. Die große Frage ist aber natürlich, was ist denn eigentlich ein Small Cap? Also wie wird das definiert? Da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Aussagen. Es gibt Aussagen, die sagen, zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden Euro, das sind Small Caps. Andere, zum Beispiel der Indexanbieter MSCI, definiert es ganz anders. Der sagt, wenn man jetzt alle Aktien in einem Index nach Marktkapitalisierung sortiert, dann sind die ersten 70%, das sind die Large Caps, dann die nächsten 15% sind die Mid Caps, die nächsten 14%, das sind die Small Caps und dann bleibt noch 1% übrig und das sind die sogenannten Micro Caps, also richtig kleine Aktien. Und wenn du jetzt in dieser Definition mal die Indizes dir anschaust, dann ist es natürlich klar, dass bei einem Markt wie USA, der ja viel größer ist und wo auch die Unternehmen viel, viel stärker, also wertvoller sind als zum Beispiel in Deutschland, dass da ein Small Cap einfach anders bewertet wird, also einen anderen Wert hat als zum Beispiel beim DAX. Ich habe das auch mal rausgesucht. Beim MSCI World Small Cap, da hat das größte Unternehmen hat 14 Milliarden Dollar Market Cap. Beim SDAX, das ist ja der Index, der die kleinen Aktien aus Deutschland ja zusammenfasst, da hat das größte Unternehmen gerade mal 1,4 Milliarden Euro Market Cap. Also du siehst schon, Small Cap ist nicht gleich Small Cap. Da muss man immer ganz genau schauen, in welche Werte investiert man wirklich. Man kann es sich auch ein bisschen einfacher machen. Ja, in etablierten Märkten, wo eben große Aktiengesellschaften vorherrschen, wie zum Beispiel in den USA, da werden Small Caps tendenziell etwas größer sein und die gleichen Unternehmen werden vielleicht dann in Deutschland vielleicht schon Mid Cap oder vielleicht sogar schon ein Large Cap. Also da muss man immer ein bisschen nachschauen. Aber das Schöne ist ja, das kannst du ja alles in den Index Factsheets des Anbieters nachschauen und übrigens auch seit neuestem haben wir bei uns auf der Webseite verschiedene ETF-Anlage-Guides erstellt. Dort fassen wir nochmal zu bestimmten Themen die ganzen Informationen zusammen. Und dort kannst du natürlich auch nochmal den Guide zum Thema Small Caps nachlesen. Da findest du auch nochmal alle ETFs, die hier zugehörig sind und kannst dich dann nochmal intensiv mit den einzelnen Produkten auseinandersetzen. Schauen wir uns doch aber mal im nächsten Schritt an, in welche Small Cap Indizes du eigentlich investieren kannst, beziehungsweise welche Indizes angeboten werden. Und dazu habe ich natürlich auch wie immer eine Grafik mitgebracht. Du siehst hier 5 verschiedene Indizes, den MSCI World Small Cap, den MSCI ACWI Small Cap, den Russell 2000, den MSCI Europe Small Cap und den MSCI Emerging Market Small Cap.
Eins vorausgeschickt, es gibt keinen ETF, der den MSCI ACWI Small Cap abbildet. Das wäre dann ein ETF, der eben in Small Caps aus den Industrie- und Schwellenländern investiert. Da wird aber kein ETF momentan darauf angeboten. Aber schreib doch mal in die Kommentare, ob du das cool fändest, wenn da ein ETF mal rauskommen würde. Ich bin mir sicher, da werden die ETF-Anbieter mit und querlesen und vielleicht können wir ja zusammen die dazu bewegen, hier so ein Produkt mal rauszubringen. Ich fände es ganz cool, dann könnte man nämlich einfach sich ein Portfolio nochmal aufbauen, wo man eben weltweit in die Small Caps der Industrie in Schwellenländer investiert und du siehst selber, mit 6.100 Aktien ist man da recht breit gestreut und macht durchaus Sinn. So, springen wir aber mal zurück zur ersten Zeile. Das ist der MSCI World Small Cap. Der hat über 4.000 Aktien im Bestand. Und da siehst du auch schon im Vergleich zum klassischen MSCI World, der ja nur 1.600 bis 1.700 Aktien im Bestand hat, würdest du mit beiden ETFs dein weltweites Investment nochmal deutlich ausweiten. Der MSCI World hat ja Large- und Mid-Cap-Aktien im Bestand, deckt damit 85% der gesamten Marktkapitalisierung der Welt ab. Und wenn du jetzt den Small Cap noch dazu packst, dann hast du eben nochmal die restlichen 14%, sodass du auf 99% Marktabdeckung bist. Könntest natürlich auch einen All-Country-World IMI-Index dazu nehmen, beziehungsweise ein ETF, darauf wird dir auch von Spider angeboten. Aber wenn du die Gewichtung eben da nochmal ein bisschen zwischen Schwellenländer und Industrieländer nochmal selbst vornehmen willst, dann musst du das ja über einen einzelnen ETF machen. Und der ist eben auch im Angebot. Interessant ist, dass die Rendite in den letzten 10 Jahren jetzt gar nicht so schlecht war mit 6,7%, die Volatilität auch gar nicht so hoch mit 17% und du immer eine Dividendenrendite mit diesen Indizes so von 2,2% erwirtschaften kannst. Der Russell 2000, der bezieht sich auf den amerikanischen Aktienmarkt. Hier sind eben die 7% der kleinsten sozusagen Unternehmen aus dem Russell 3000 drin, nach Marktkapitalisierung. Das sind rund 2000 Aktien. Und hier hast du auch eine Volatilität von 7%, eine Rendite von 7% pro Jahr, eine Volatilität, die ein bisschen höher ist von 20,3%. Und die Dividendenrendite ist ein bisschen niedriger. Die Small-Cap-Werte in den USA zahlen eben entsprechend weniger Dividende aus. Und dann gibt es noch den Europa und den Emerging Markets. Da sieht man jetzt auch schon, dass die Kapitalmärkte nicht so stark ausgebildet sind. Also gerade in Europa vor allen Dingen, da hast du nämlich nur noch 881 Aktien. Das ist natürlich wirklich nicht viel. Bist auch nur noch in 15 Länder dann eben investiert. Und die Rendite war jetzt auch nicht so berauschend mit 4,8% pro Jahr. Auch bei den Emerging Markets, Small Caps, war jetzt nicht so eine berauschende Rendite mit 5,2% in den letzten 10 Jahren zu erzielen. Die Volatilität ist ähnlich. Ja, in Europa wird vielleicht nochmal ein bisschen höhere Dividende bezahlt. Aber wie gesagt, du kannst dir ja dein Portfolio selbst zusammenstellen. Wir schauen uns auch nachher nochmal gemeinsam an, wie man das dann sinnvoll in ein Portfolio einbauen kann, die Small Caps. Aber jetzt weißt du, welche relevanten Indizes es gibt. Es gibt noch ein paar mehr, die jetzt aber, da gibt es dann nicht so viele ETFs drauf. Ich wollte mich jetzt mal hier auf die wichtigsten eben hier beschränken, die auch die größten Geldanlagen haben. Und wie gesagt, ACWI Small Caps gibt es ja nicht im Angebot als ETF, aber ich dachte, es macht Sinn, den in der Gesamtheit hier nochmal mit zu betrachten. Ja, und jetzt könnte man sich natürlich auch nochmal die Frage stellen, kann man jetzt also wirklich mit Small Caps diversifizieren sein Portfolio? Und natürlich kann man das, würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben ja gerade gesehen, dass du da viel, viel mehr Aktien reinkaufst in dein Portfolio. Und dadurch, dass du ja nur die kleinen Gesellschaften hast, kann es also eigentlich auch zu gar keinen Überschneidungen kommen. Das heißt, wenn du wirklich Small Caps in dein MSCI World Portfolio beimischst, dann hast du eine deutliche größere Diversifikation, auch wenn die Small Caps in der Summe ja dann nicht so viel ausmachen, eben nur diese 14%, wenn wir jetzt mal bei MSCI World bleiben, hast du aber deutlich mehr Aktien im Bestand, du hast auch nochmal eine ganz andere Art und Weise von Industrien im Bestand, bist nicht mehr so technologielastig. So, also alles in allem macht eine Beimischung von Small Caps unter Diversifikationsgesichtspunkten auf jeden Fall total Sinn. Und jetzt haben wir natürlich auch verschiedene Märkte gesehen und jetzt habe ich noch einmal einen Vergleich für dich erstellt bei uns in dem ETF-Vergleich, wo wir uns mal einzelne Small Caps ETFs untereinander vergleichen und das dann auch wieder im Vergleich zum MSCI World, zum regulären Index uns anschauen. Da sieht man nämlich auch nochmal, dass es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten gibt. Wir haben ja auch schon in der Tabelle gesehen, dass die Renditen unterschiedlich waren, aber jetzt können wir uns das auch nochmal in Form eines Charts anschauen. Und da will ich auch nochmal kurz einen Hinweis geben in der Videobeschreibung. Da findest du weiterführende Links, wo du dann einfach nur draufklicken musst und dann kannst du dir diesen Chartvergleich mit aktuellen Kursen bei uns auf der Webseite ganz einfach selber auch nochmal anschauen. Also dann springen wir mal kurz in diesen Vergleich. Hier siehst du jetzt zum Beispiel
die ETFs. Und zwar haben wir hier auf den MSCI Japan Small Cap, ich fange jetzt mal von unten nach oben an zu lesen, auf den MSCI EMU, also den Euroraum. Dann haben wir den MSCI Europe, haben wir eben schon angesprochen, Emerging Markets, World Small Cap, Russell 2000. Es gibt noch einen anderen US-amerikanischen Small Cap Index, den S&P Small Cap 600. Dann haben wir noch den MSCI USA Small Cap und wir haben den MSCI World. Und du siehst hier, das ist ja jetzt nicht verwunderlich, weil das haben wir vorhin ja auch schon gesehen, dass der MSCI World ganz oben steht mit 122% Rendite seit eben Juni 2018. Und der schlechteste Markt, der ganz unten steht, ist der MSCI Japan mit 19%. Also du siehst schon, da ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen den einzelnen Märkten. Die besten Renditen gab es mit den amerikanischen Small Caps, die sind eigentlich ja gar nicht so weit davon entfernt. Ja, es sind natürlich schon 30% in absoluten Zahlen in diesem Zeitraum. Und dann, ja, dann haben wir schon den World und dann sogar Emerging Markets und Europa und der Euroraum und Japan. Das sind so die Schlusslichter, wo du gerade mal so ja, 40% im Euroraum und eben diese 20% bei japanischen Small Caps verdienen konntest. Also du siehst, da kommt es dann auch mal ein bisschen drauf an, in welchen Markt man investiert. Und ja, in den USA investieren ist anscheinend immer eine gute Lösung, denn auch die Small Caps haben hier den höchsten Ertrag für dich gebracht. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie kann man jetzt Small Caps sinnvoll einem ETF-Portfolio beifügen, wenn man zum Beispiel einen MSCI World mit im Bestand hat. Und da haben wir auch ein Musterportfolio bei uns auf der Webseite im Bereich der Musterportfolios auf Extra ETF. Den Link zu diesem Musterportfolio, den findest du natürlich auch in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Portfolio in Ruhe an. Das ist das 70-30 ETF-Portfolio mit Small Caps. So, 70-30 steht in diesem Zusammenhang für den Industrie- und Schwellenländeranteil, also 70% Industrieländer und 30% Schwellenländer. Und mit dieser Gewichtung hast du dann eine ganz gute Gewichtung und hast den Aktienmarkt danach der Marktkapitalisierung entsprechend ja, sozusagen abgebildet. Und wir nutzen für dieses Portfolio eben drei ETFs und die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist einmal zu 60% der iShares Core MSCI World ETF und da haben wir dann 10%, das ist der dritte ETF in dieser Range, MSCI World Small Cap mit hinzugefügt und damit in dieser Kombination hast du dann eben 99% der weltweiten Marktkapitalisierung in den Industrieländern abgedeckt, eben zu 70% in der Summe. Und dann können wir einen einzigen ETF für die Schwellenländer hinzufügen, weil da gibt es nämlich einen Index auf den MSCI Emerging Markets IMI, also den Investable Market Index, der wiederum in Large, Mid und Small Cap Aktien investiert. Und den mischen wir dann für den Schwellenländeranteil mit 30% bei. Und somit hast du dann eben 70-30% Industrieländer, Schwellenländer und hast alle Märkte nach der Marktkapitalisierung auch dann entsprechend in Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien investiert. Also es reichen drei ETFs. Du könntest jetzt natürlich als Alternative auch einfach einen ETF auf den MSCI ACWI IMI-Index nehmen. Da gibt es von SPIDA einige ETFs, ausschütten und thesaurierend. Aber da bist du natürlich dann von der Mischung her auf die Entscheidung sozusagen und das Regelwerk von MSCI angewiesen. Hier bei dieser Variante mit drei ETFs könntest du jetzt natürlich nochmal selbst deine Gewichtungen etwas verschieben, wenn du das vielleicht irgendwie anders darstellen lässt. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten, wenn du jetzt beispielsweise MSCI Europe Small Caps beispielsweise beifügen willst oder die Schwellenländer Small Caps nochmal anders beimischen willst. Also du bist da, weißt du ja, wie in einem Baukasten, zu allem sind alle Möglichkeiten offen. Hier wiederum eine ganz einfache Variante, wie du ein weltweit gestreutes, nach der Marktkapitalisierung gewichtetes Portfolio mit Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien eben aufbauen kannst mit nur drei ETFs. Also sollte man jetzt Small Caps beimischen? Ich kann dir mal drei Gründe nennen, warum ich glaube, dass es sinnvoll ist. Also erstmal investierst du mit Small Caps in ein ganz dynamisches Feld. Da sind ja viele innovative Unternehmen auch drin. Die sind teilweise auch in Nischen aktiv und können so international gut in ihren Nischen auch Gewinne erzielen. Ist natürlich etwas risikoreicher, weil eben nicht so wie große Unternehmen gesettelt sind. Aber deswegen spricht man ja auch immer davon, dass eben Small-Cap-Aktien eine Risikoprämie ja verdienen können. Eben weil es Risiko ist, ist die Rendite strukturell dann eben etwas höher als bei den klassischen Marktbreiten, also Large- und Mid-Caps. Das Problem ist allerdings, und es wäre dann vielleicht ein Nachteil, dass diese Prämie nicht garantiert ist, sondern das auch manchmal Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte dauert, bis die sich rausprägt.
und rausbildet. Aber dafür ja, ist sie auf jeden Fall wissenschaftlich nachgewiesen und es macht also durchaus Sinn, unter dem Aspekt auch Small Caps dem Portfolio beizumischen. Es macht auch Sinn unter dem Aspekt der Diversifikation. Das hatte ich ja schon angesprochen, weil du eben hier tausende von weiteren Aktiengesellschaften mit in dein Portfolio aufnehmen kannst und das wirklich die Diversifikation verbessert. Und dann gibt es auch noch den Fall, dass Small Caps oftmals auch in bestimmten Phasen eben unterbewertet sind. Das hat auch mit dieser Risikoprämie zu tun, weil einfach der Markt manchmal, und ich glaube, wir sind jetzt in so einer Phase, eben großkapitalisierten Aktiengesellschaften eine höhere Bewertung zusteht als den Small Caps. Und dann sind eben in solchen Phasen Investitionen in Small Cap Aktien entsprechend attraktiv und können eben dann auch ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Und womöglich ist er jetzt hier ein toller Einstiegszeitpunkt, um dein Portfolio um Small Cap ETFs oder Small Cap Aktien vielmehr zu diversifizieren und hier neu einzusteigen. Wo Vorteile sind, sind natürlich auch Nachteile. Und ich hatte es ja schon kurz erwähnt, also diese Prämie, diese Risikoprämie, die du da verdienen kannst, die kriegst du nicht dauerhaft und ist nicht garantiert. Die kommt in Phasen und diese Phasen muss man halt ausstehen. Small Cap Aktien sind in der Regel auch etwas illiquider. Ist natürlich klar, dass eine Apple-Aktie jeden Tag millionenfach gehandelt wird und du hier jederzeit große Anlagebeträge investieren kannst und wieder deinvestieren kannst. Das kann bei Small Cap Aktien etwas schwierig werden. Jetzt haben wir aber vorhin auch gehört, dass Small Cap nicht gleich Small Cap ist. Die US-amerikanischen Small Caps sind natürlich viel, viel größer von der Marketkapitalisierung. Deswegen ist hier auch wahrscheinlich ein höherer Umsatz eben verfügbar als jetzt bei deutschen Small Caps. Aber wenn jetzt irgendwie eine Stresssituation am Kapitalmarkt vorherrscht, dann weiten sich die Spreads bei Small Caps eben aus. Das schlägt sich dann natürlich auch auf den Preis von einem ETF nieder. Und deswegen muss man da auch immer ein bisschen gucken, wie werden die gerade gehandelt, wie gestresst ist der Markt. Und bevor man dann hier in einen illiquiden Markt investiert, lieber mal ein bisschen abwarten und dann warten, bis sich der Markt wieder beruhigt hat. Und insgesamt, das ist vielleicht noch der letzte Punkt, sind Small Caps aufgrund dieser Illiquidität und auch des höheren Risikos natürlich volatiler als klassische Aktien. Wobei da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen genauer hinschauen, denn wie man in den letzten Wochen gesehen hat, ist bei den großen Indizes MSCI World, dadurch, dass sie so stark in Technologieaktien investiert sind, ja auch eine relativ große Volatilität und Schwankung eben tageweise da. Und ja, aber wie gesagt, wir sprechen hier über lange Anlagehorizonte und lange Investmentzeiträume und da ist es einfach so, dass Small Caps tendenziell volatiler, schwankungsintensiver sind als die klassischen marktbreiten Werte. So, wenn du dich jetzt nochmal weiter tiefer in das Thema Small Cap ETFs einarbeiten willst, dann kann ich dir nochmal unseren ETF-Guide zum Thema Small Caps ans Herz legen. Du siehst hier wichtige Informationen und praktische Informationen zu diesem Segment schön strukturiert aufbereitet. Wir haben hier einerseits mal das Wichtigste in Kürze, wie viele ETFs es da überhaupt gibt, von welchen Anbietern und wie viel Volumen da investiert ist. Man sieht auch schön die Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume in Prozent und in Chartform. Dann erklären wir natürlich das Thema so ein bisschen, stellen die wichtigsten Indizes dir hier nochmal vor und dann findest du zu jedem dieser Indizes dann auch die passenden ETFs und kannst dir die wichtigsten Informationen nochmal näher und im Detail dann anschauen. Am besten schaust du dir diesen ETF-Guide mal in Ruhe an. Den Link findest du natürlich in der Videobeschreibung und wir haben übrigens über 170 dieser Guides bei uns auf der Webseite zu Ländern, zu Indizes, zu Themen-ETFs, zu Rohstoffen. Also da findest du wirklich zu jeglichem Thema eine Information und weiterführende Informationen. Wenn du dich also dafür ein spezielles Thema interessierst, einfach auf unsere ETF-Listen gehen. Das geht über die ETF-Suche hier oben, dann alle ETF-Ratgeber und dann findest du hier eben zu Themen Smart Beta, Nachhaltigkeit, Rohstoffe, Länder-ETFs, Regionen und Index-ETFs komplett neu überarbeitete Leitfäden. Wie gesagt, insgesamt über 170 Stück und da wirst du bestimmt zu jedem Thema fündig. So, das war's zum Thema Small Caps. Ist das was für dein Portfolio? Schreib doch gerne mal in die Kommentare, ob du schon Small Cap ETFs im Portfolio hast und wenn ja, welche und ob wir mal ETF-Anbieter fragen sollen, dass sie einen ETF auf den MSCI ACWI Small Cap Index auch einen ETF rausbringen. Bin schon gespannt, wie da eure Meinung ist. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dieses Video liked, wenn ihr mal andere Index oder Anlagemärkte von mir analysiert haben wollt, kann ich solche Art von Videos ja gerne nochmal machen. Schreibt das auch gerne in die Kommentare und vergesst nicht, den Extra ETF YouTube-Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns schon bald wieder hier zu einem neuen Video auf Extra ETF. Bis dann, ciao.